Stiftung dazu. Was sind denn die Gründe für diese Partnerschaft? Gut, ich meine, wir passen, ich denke, hervorragend zusammen. Ja? Harmen, Peter Maffay Stiftung ist ein hervorragender Fit aus verschiedensten Gründen. Wir teilen die Visionen, wir teilen die Herzensangelegenheiten, wenn es um Kinder und Musik geht. Und Peter hat natürlich absolut recht, wenn er auf seiner Webseite sagt, dass Kinder und Jugendliche es nicht selbst in der Hand haben, in welche Lebensumstände sie letztlich hineingeboren werden. Und das heißt, die Gesellschaft hat die Verpflichtung, dort auszugleichen, einzugreifen und wirklich Zukunft und Gleichberechtigung für Jugendliche und Kinder sicherzustellen. Ja, wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier heute on stage bin und dass wir wirklich nach vorne schauen können in Richtung eine gute, erfolgreiche Partnerschaft. Da freuen wir uns alle riesig mit. Eine ganz, ganz tolle Idee. Ich denke, dafür kann man schon mal klatschen, dass jetzt diese Partnerschaft entsteht. Dankeschön, Herr Mauser, wir sehen uns gleich. Stress mit irgendwelchen Weihnachtseinkäufen. 2019 beginnt. Was planen Sie musikalisch, aber auch mit Ihrer Stiftung fürs nächste Jahr? 2019 wird für uns, für meine Freunde, für meine Band und mich, ein, denke ich, ziemlich außergewöhnliches Jahr werden können. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir 2019 ein Jubiläum feiern und 50 Jahre lang in diesem Wahnsinnszirkus Musik stattfinden. Und das werden wir begehen mit einem neuen Album und dann anschließend zum Tournee in 2020. Das sind die Schwerpunkte in musikalischer Hinsicht. Und was die Stiftung anbelangt, werden wir 2019 Diedelhofen wahrscheinlich ziemlich komplett ausgebaut haben. Da sind wir schon seit 3 Jahren zugange. Das alles braucht ein bisschen seine Zeit. Aber jetzt schon sind die Kinder bei uns zu Gast. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr schon 26 Gruppen. Die Kapazität von Diedelhofen ist ungefähr 400, 450, 500 Kinder pro Jahr. Und eine große Anzahl von Kindern waren also schon da. Aber natürlich wird dort noch gebastelt und da muss noch eine ganze Menge an Kosmetik passieren. Wollen wir auch. Und das wird nächstes Jahr geschehen. Und dann ist pures Kinderalarm angesagt. Kinderalarm, Kinderglück. Und wir spielen zwischendurch immer diesen Aufbruchssoundtrack wieder ein, damit Sie nicht vergessen, dass da wirklich noch was im Entstehen ist und dass man sich zusammenrauft. Immer wieder die Bohrmaschine, das erinnert uns immer wieder, ja, da ist noch mehr möglich und da wird noch dran geschafft. Jetzt haben wir eine Menge erfahren zu den sozialen Unterstützungsprojekten. Ja, das meinte ich. Von Hamann und natürlich auch von Ihrer Stiftung. Jetzt Butter bei die Fische, jetzt ist es soweit. Denn wir sind sehr, sehr stolz und glücklich heute, dass Hamann diese wunderbare Arbeit der Peter Maffay Stiftung unterstützt. Und hier ist er nun, der große Scheck. Michael Mauser wird ihn überreichen von 25.000 Euro von Hamann für die Peter Maffay Stiftung. Und Tabaluga kommt natürlich noch mit dazu für das offizielle Foto. Das Mikrofon nehme ich gerne ab, das ist nicht im Weg. So. Und genau. Alle so spontane und so schnelle entscheidungsfreudige Veranstaltungen wie diese erlebt. Wir haben ja vor einigen Tagen, eigentlich gestern erst, miteinander angefangen, über eine gemeinsame Perspektive zu sprechen. Ich freue mich, dass es aber so einen Anfang gibt und wünsche mir und hoffe, dass du und wir lange miteinander zu tun kriegen. Ihnen, meine Damen und Herren und liebe Kinder, auch ein Dankeschön, denn alles das, was wir machen, würde nicht möglich sein ohne das Publikum, das uns unterstützt. Und Sie wissen gar nicht, wie viele es gibt, die mit ganz unterschiedlichen Beiträgen unsere Arbeit erst überhaupt möglich machen. Also das darf man nie vergessen, dass der Kreis eigentlich ein viel, viel größer ist. Und vielleicht zum Abschluss, bevor ich zu den Weihnachtsgrüßen und Wünschen komme, die ja jetzt irgendwo auch gerechtfertigt sind, lade ich Sie ganz herzlich ein, sich, wann immer Sie Lust haben und der Weg Sie nach Weilheim führt, das ist gar nicht weit weg, im Pfaffenwinkel, ein wunderschöner Ort und eine wunderschöne Umgebung, kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, Diedelhofen steht offen. Vielen Dank. Das verschenkte Glück.
Ich habe gesagt, das ist nicht der verlegte Lotto.